Hey Leute, willkommen zurück zu Spider-Man Miles Morales. Wir machen jetzt hier weiter mit der Nebenmission hier vorne. Da gehen wir jetzt hin. Letzte Folge haben wir die Main Story weitergemacht und ich habe jetzt auf jeden Fall auch mal außerhalb der Aufnahme mal noch einen kurzen paar Aktivitätsmarken gesammelt. Mit denen werden wir uns dann später, denke ich mal, noch ein neues Kostüm oder sowas holen. Denn ein neues Kostüm will ich langsam mir ja auch ganz gerne mal holen. So, jetzt aber erstmal hier rein. Ich sollte als Miles gehen und rausfinden, was bei Feast los ist. Hey, Genki. Ich werde Gloria wegen Feast fragen. Als Miles, nicht als Spider-Man. Undercover. Aber mal andersrum. Gefällt mir. Hey, Gloria. Was ist hier los? Warum sind alle draußen? Ein Rohrbruch. Wir haben schon geputzt, dürfen aber erst wieder öffnen, wenn die Rohre in Ordnung sind. Ach, das wurde schon mehrfach repariert, aber sie halten einfach nicht. Können die Leute in andere Fiestasyle? Die sind alle voll. All die Leute hier können sonst nirgendwo hin. Die Leute brauchen Wärme und Essen, aber bei diesem Wetter... Kann ich irgendwie helfen? Ja, tatsächlich. Könntest du nach den Leuten im Park sehen? Unseren Leuten gegenüber sind sie oft verschlossen. Gern doch. Dann mach weiter Urlaub. Du arbeitest zu viel. Ja. Alles klar. Nach den Leuten im Park schauen. Kriegen wir hin. Kein Camping-Fan? Ich mach das. Danke. Ich bin Steph, Glorias Lebensgefährtin. Ich helfe bei Feast. Oder was davon übrig ist. Ja. Gloria sagt, die Stadt hält das Asyl geschlossen. Sie waren ungewöhnlich stur und so schnell da, um das Asyl zu schließen. Keine Stunde nach der Überschwemmung. Ach, das klingt, als wäre ich eine Aluhutträgerin. Nein, ist komisch. Jedenfalls, danke für deine Hilfe. Wir helfen gern. Okay, verdächtig. Ich sollte mit mehr Leuten reden. Vielleicht kann ich helfen. Hier vorne sind noch Leute, die Hilfe brauchen. So, wir helfen mal. Moment, ich helfe. Danke, Mann. Ich will das Zeug trocken halten. Ich hatte Angst vor einem Überfall und dann kam das Wasser. Hatte sogar ein Messer dabei. Wie kamen Sie auf sowas? Da waren Leute, die rumgeschnüffelt haben. Hab sie verjagt, aber sie kamen wieder. Und direkt vor dem Rohrbruch verschwanden sie einfach. Gut, sagen Sie Bescheid, wenn noch was ist. Und Vorsicht mit dem Messer. Sicher. Danke. Warum bist du hergekommen? Ich habe eine Nichte hier, im Grundschulalter. Mit dem Wasser? Die Rohre waren wohl... Hallo. Habt ihr gerade über das städtische Bauamt gesprochen? Ja. Vor etwa einem Monat wurde ein neuer Boiler eingebaut. Und ein Prüfer war da. Er meinte, es sei alles okay. Und jetzt haben wir den Salat. Ja. Hätte ihm auffallen müssen. Ich muss dann. Halten Sie sich warm. Gleichfalls. Ich glaube, hier wurde was sabotiert. Hey, hast du Zeit? Ich arbeite an Speed Nonagon. Was gibt's? Direkt vor dem Rohrbruch haben sich komische Typen mal fies rumgetrieben. Die Stadt hat das Gebäude verdächtig schnell geschlossen. Und ein Inspektor sagte vor kurzem noch, die Rohre seien in Ordnung. War das Sabotage? Definitiv. Ich muss meinen Anzug anziehen. Ich war eine Weile in dem anderen Asyl. Ja, meist glaubt auch, dass das Ganze hier sabotiert wurde und so. Gut, einmal umziehen, Spider-Man-Outfit anziehen. Gloria und sagte, zack. Das Asyl darf öffnen, wenn die Rohre repariert sind. Mal sehen, ob ich das schaffe. Alles klar, wir müssen den Rohren folgen. So, die Rohre führen hier hinter zum Wasser. Führt in einen Gully. Verstopft von... Müll. Klar, dass da das Rohr platzt. Der Müll ist weg. Aber das Wasser läuft noch nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Du musst das Pumpwerk finden. Woher weißt du das? Saubere Flüsse-Projekt in der 4. Klasse. Die sind jetzt also blitzsauber? Naja, sauber... Ja. Steig nicht in den Herzen.
Verstehe. So. Gehen wir mal da drüber. Hep. Und wir sind da. Genki, das sind die Typen, gegen die ich beim Umspannwerk gekämpft habe. Okay, Bankraub und Umspannwerk verstehe ich. Aber was soll das mit Feast? Finden wir es raus. Meinst du, er wird wieder Schutzgeld kassieren? So, zack. Sehr schön, das hat schon mal gut aufgeräumt hier. Der war ein Loser, ich nicht. So, und jetzt noch die restlichen hier. Das. Sagt mir, wer euch bezahlt. Ha! Erwischt! Nein, ihr habt mich nicht erwischt. Hallo. Ich, so. Ich habe mich ein bisschen verdrückt, muss ich sagen. Du musst die Pumpe einschalten. Ah, hier ist die Pumpe. So, komm her. Hey, du eifriger Flussschützer. Der Pumpendruck ist kritisch. Sie haben wohl an den Ventilen geschraubt. Du musst sie einzeln zurücksetzen, bevor du die Pumpe einschalten kannst. Hast du das gehört? Ihr Boss will sich an Harlem vergreifen. Drogen, Schutzgeld. Mann, können die sich stattdessen nicht einfach essen und den Museen erfreuen? Mal was nicht Spider-Man-mäßiges. Hast du für die Schule schon mit Jane Eyre angefangen? Ich hab noch gar nichts für die Schule gemacht. Echt abgefahren. Bin gerade bei einer Hochzeitsszene. Puh, wow, total fesselnd. Warte kurz. Hinter Müll. Cool. Gut. Das erste Ventil haben wir. Ah, Mann, ist das kalt. Jetzt kommen nur noch zwei Stück. Dann haben wir alle. Erstes Ventil. Jetzt noch zwei. Danach müsste es dann funktionieren. Die Türe für die Winterpause? Ich bin da. Du hast meine vollste Aufmerksamkeit. Gleich nach diesem Kapitel. 5 Minuten. Alter. Das hier hat eine Druckanzeige. Muss ziemlich alt sein. So, das auch drehen. Oh, Mist. Ich würde sagen, das war ein bisschen zu viel. Oh, schneller Netz. Jetzt sollte es funktionieren. Der Wasserdruck muss genau mittig sein, sonst könnten die Rohre wieder brechen. Das müsste jetzt eigentlich passen. Ah nein, nein, dort ist noch ein Loch. Oh, oh. So. Komm schon, ich will das dort oben auch noch machen. Das waren zwei. Noch eins, dann kann ich das Wasser anstellen. Gut, jetzt funktioniert das hier. Jetzt funktioniert das hier. Danach das Wasser dann anstellen. Nach dem letzten Ventil hier. Gut. Kriegen wir hin. Ja, fein. Bitte schön. Bei euch habe ich ein paar Kisten. Sagt ihr mir, wer euer Boss ist? Nein? Na gut, schade. Das hier geht dich gar nicht an, Spider-Man. Doch, das geht mich alles sehr wohl was an hier. Weil ich der Schützer der Stadt bin. Deswegen geht mich hier alles ein bisschen was an. Deswegen muss ich euch wegloppen. Wenn ihr Harlem in Ruhe lasst, lasse ich euch in Ruhe. Vielleicht. Das wird nicht gut werden. Bitte schön, eine Mülltonne. Kommt noch eine Mülltonne. Ich hoffe, die Mülltonnen fühlen sich wenigstens gut an. Hoffe ich für euch. Sehr gut. Und nur noch einer. Und jetzt hier dran drehen. Jetzt zum Druckventil. Geschafft. Ja, das hält. Das sollte passen. Jetzt muss ich das Wasser am Pumpwerk anstellen. Genki, kannst du die Stadt anrufen? Sie sollen jemanden zum Feast Nord schicken und die Schließung aufheben.
Ein offiziell klingender Anruf eines Highschool-Schülers, der auf Erwachsen macht. Kommt sofort. Oh, hier vorne sind wieder Feinde. Die Kerle schon wieder. Ich muss sie unbedingt loswerden. Ja, aber ganz schnell. Aber ganz schnell müssen wir die hier loswerden. Hey, sag mir, so. Für wen ihr arbeitet. Weg mit dem hier erstmal. Und weg mit dem hier. Hey, runter, los. Gut, jetzt einmal hier hoch. Jetzt bist du hier dran. Fall runter, bitte. Ich sagte, fall runter. Sehr gut. Aua. Ah, das war ein Schuss, der gut gesessen hat bei mir. Jetzt einmal hier runter. Oh nein! Hier und ihre hinterhältigen Gewehre. Wow. Das ist echt stark. Gerade. Aber auch nur dank euren Gewehren. Ohne eure Gewehre könntet ihr nichts. Und das ist ein Fakt. Ja, ich werde es bei dir versuchen. So, ab in dein Gesicht. Sieht sicher aus. Ja, sieht sicher aus jetzt. Ich sehe eigentlich keine Feinde mehr. Oder auch doch. Hi, Kollege. Bleibst du bitte liegen? Danke. Hey, ich habe Neuigkeiten. Ihr Boss sitzt im Raft. Oh, wow. Aber vielleicht können wir ja irgendwie die Kommunikation mit seinen Leuten draußen kappen. Sehe ich mir an. Jetzt das Wasser anstellen. Dann mal Wasser. Marsch! Super Timing. Der Prüfer ist gerade angekommen. Sie sollten bald wieder öffnen können. Cool. Ich werde mal nachsehen, ob Gloria alles hat, was sie braucht. Also, Gründe, warum dieser Boss es auf Feast abgesehen hat. Erstens, es steht auf einem Premium-Grundstück. Zweitens, ein Asyl in Harlem senkt die Zahl der Verbrechen enorm. Und wer Gangsterboss sein will, braucht dafür Gangster und Verbrechen. Genau, aber wir haben es verhindert. Yay, Team! Guten Tag. Oh, Spider-Man, hi. Immer schön, einen von euch zu treffen. Oh, also, ja, ich habe da das Wassersystem repariert und offenbar war auch ihr Asyl davon betroffen. Sollte jetzt wieder laufen. Du warst das? Wir haben eben gerade das Okay für die Öffnung bekommen. Alle können wieder rein. Oh, Spider-Man, dein Timing ist perfekt. Ich weiß nicht, wie lange wir noch durchgehalten hätten. Danke. Hey Gloria, Miles hier. Das Feast Nord ist wieder offen? Spider-Man hat uns geholfen. Ist das denn zu glauben? Danke fürs Vorbeikommen. Die Leute im Park haben sich über deine Hilfe gefreut. Gern doch. Und jetzt mach weiter Ferien. Wir sehen uns, wenn die Schule wieder anfängt. Okay. Tschüss. Schön. 10 hey, Marken bekommen. Ich habe mit Haley, einer Straßenkünstlerin, gesprochen. Sie hat einen Hinweis, von wo aus diese bösen Jungs in Harlem operieren. Das ist super. Wo finde ich sie? Sie hat super viel zu tun wegen der Kingsday-Parade, aber ich poste es in der App, wenn sie Zeit hat. Oh, du kennst sie. Von der Kundgebung, weißt du noch? Straßenkünstlerin, spricht Gebärdensprache. Oh ja, sie ist cool. Ich warte auf deinen Post. Cool. Bis später. Ja, bis später. So, hier haben wir die nächste Nebenmission. Die machen wir nicht. Wir machen jetzt noch so ein Lager, würde ich sagen. Underground-Versteck. Obwohl, wir hätten auch noch hier hinten so ein anderes von Roxxon. Oder vielleicht machen wir beides. Mal gucken. Okay, mal sehen, ob Finn das nur vom im Gem Theater versteckt hat. So. Einmal hier hinter. Erstmal zu dem Versteck vom Underground. Weil das ist näher dran.
Freunde, Kleinunternehmer sind das Rückgrat Amerikas. Und niemand liebt sie mehr als J. Jonah Jameson. Aber sie haben auch einen Feind. Spider-Man. Offenbar unterbricht er ihre Lieferketten in Hart. Du hattest recht, Genki. Der Underground ist überall. Sie sind also überall Grund? Der war wirklich schlecht. Das steht unter Strom. Das hat gezwiebelt. Dein Anzug sagt, das waren 300 Kilojoule. Und du sagst nur au? Vorteile der Bioelektrizität, schätze ich. Der Strom muss irgendwo herkommen. Na super. Die Main Story wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Wir gehen einfach weg davon, würde ich sagen. Mission aufgeben. So. Ich sollte weiter nach dem Nuform suchen. Es wird Zeit fürs Theater. Nein, es wird noch nicht Zeit fürs Theater, Miles. Das wollte ich nämlich nicht mehr machen. Los, das Problem war jetzt, ja, die Nebenmission ist auf dem gleichen Weg hier wie die Haupt. Das war jetzt nur das Problem hier. Jawohl, hier oben. Hier haben wir die Aktivität. Hier müssen wir einmal alle Feinde ausschalten. Ich bin im Underground-Versteck auf der Upper East Side. Cool. Du suchst den Sender und ich suche nach Hinweisen, was der Underground hier abgezogen hat. So, ja, alle kommt jetzt einmal dran. Zack. Und danach, denke ich, holen wir uns erstmal ein Kostüm, ein neues. Warum gibt es immer mehr von denen als von mir? Wow, wie hängen die zusammen? Der Underground und Tombstones Leute haben ein paar Dinger gekriegt. Überfälle, Raub, Autos. Es war vorbei, als der Underground einen von Tombstones Leuten der Underground war unterlegen. Bis Tinkerer auf den Plan trat. Ja, da war Tombstone bereits. Also konnten sie hier problemlos einmarschieren. Ja, nach oben hier kämpfen. Ja. Immer höher. Ja. Hast du einen Tonmann, der deine Intro-Musik macht? Ich war mal sehr kurz mit jemandem zusammen. Der hat mir den Einspieler geschickt, bevor wir uns gefühlt haben. Oh, wenn du mal jemanden brauchst, der deine Beats mischt, kenne ich da jemanden. Das wäre fantastisch. Ich bin nämlich echt unmusikalisch. Jawohl. Nächsten bitte. Deine Maske ist. Hey, wo bist du denn hingeflogen? Komm zurück. Hau nicht ab. Bleib stehen. Wo ist die denn jetzt hin? Jetzt fliegt die schon wieder weg. Warum fliegen immer alle vor mir weg? Bleib stehen. Also nur noch den Störsender deaktivieren. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wo der Störsender ist. Bestimmt hier dahinter. Cool. Nein, hier dahinter ist aber eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. So. Einmal her damit. Schön. Und das andere, was wir hier suchen, ist hier hinten. Ja. Wir müssen da irgendwie dort runter. Moment. Kommen wir denn da runter am besten? Das ist verbunden mit diesen Dingern hier. Ja. Hier geht es dann nach unten. Sieht nicht zu schwer aus. Und hier rein. Hier ist ein Gitter davor. Ah, okay, die Wand aufreißen. Alles klar. Und war's auch nicht. Der Störsender.
So, hier vorne ist der Stausender. Von den Kämpfen gegen Tombstone. Bisschen übertrieben. Geschafft. Haben die Puppen sich bewegt? Alter, wo kommt denn der Feind plötzlich her? Da kam aus einer Puppe raus. Du bist aber ein sehr spezieller Gegner. Wo? Komm schon. Ja, das ist gut. Komm schon. Ich kann keine Puppen mehr sehen. Hey, jetzt kann man das Versteck wieder orten. Okay, ich sag der Polizei Bescheid. Cool. Ich verfolge mal die Tombstone Underground-Verbindung für meinen Podcast. Ich sollte los, bevor die Polizei kommt und hier alles mit Flatterband absperrt. Sehr schön, geschafft. Ich sollte weiter nach dem Nuform suchen. Es wird Zeit fürs Theater. So, das andere Lager, wo haben wir das? Das ist dort unten. Da würde ich sagen, gehen wir noch hier und hier hin. Davor, wenn dann. Und wir haben einen neuen Fertigkeitspunkt. Und unsere Gesundheit ist jetzt auch wieder mehr. Gute Neuigkeiten, Freunde. Feast Nord ist wieder da. Und wem müssen wir dafür danken? Genau, dem neuen Spider-Man. Was kann der eigentlich nicht? Habt ihr Bilder von Spideys Aufräumaktion im Feast? Schickt sie mir und ich zeige sie auf dem Blog. Bis dann und Verboten, Kleiner. Verschwinde! Ich muss die Arbeiter umgehen, um an die Kapsel zu kommen. Keine Sorge, wir haben die Kapsel jetzt schon. Miles, da musst du dir keine Sorgen mehr machen. So, dort hinten ist jetzt noch die Kiste. Die ist anscheinend ganz oben auf dem Dach, oder? So, einmal aufspüren. Ja, wir müssen höher. Viel höher. Sie muss jetzt hier irgendwo sein. Ah, hier steht sie ja. Hallo? Ich will dich öffnen. Gut, wir haben sie. Und jetzt noch das Roxxon-Labor. Ich bin beeindruckt. Das ist jetzt noch dran. Würde ich sagen, auch wenn ich glaube, das wird wieder sehr hart. Ja, denn diese Labore sind echt nicht zu unterschätzen. Was die Gegner betrifft. Hey, der Underground hat wohl eine Werbetafel gekapert. So, einmal Umgebungsscan. Genki, ich bin im Roxxon-Labor in Chinatown. Kommst du in deren System rein? Na klar. Die Zahnräder einspinnen. Okay. Da unten. Wir sind drin. Ja. Und ich bin im Netzwerk. Ich sehe, was du siehst und alle Kabel im Labor. Nett. Legen wir diesen Ort lahm. Genki, bereit die Tür aufzumachen, wenn sie Strom hat? Ich warte. Das gereicht? Ja, die Tür ist jetzt auf. Alles hier hängt an einem Nuform-Reaktor. Muss ich nur abzapfen. Du solltest ihn im Erdgeschoss direkt vor dir finden. Alles klar. Hörst du den letzten Quartalsbericht? Ja. Ich lese das Zeug nicht. Was willst du damit? Ich will werden. Ja. So. Lauf. Gut. Tarnung nehmen. Let's go. Los, Tarnung. Na super, wow, sind wir aufgeflogen. Eigentlich dachte ich nämlich, man kann die Tarnung nehmen, auch bevor die ganz aufgeladen ist. Aber nun gut, jetzt weiß ich es immerhin. Ja, man kann immer die Tarnung nur erst nehmen, wenn man ganz voll ist wieder mit der. Na großartig, jetzt haben wir aber dafür ein Problem mit den ganzen Feinden hier. Aber nun gut, werden wir schon schaffen.
Seht nach, ob Team Rogo ein Problem hat. Das Problem ist euer Nuform-Reaktor. Und die Lösung, dass ich ihn lahmlege. Wir müssen nur alle hier ordentlich wegmachen. Hey, ich habe hier zensierte, aber noch lesbare Akten. Nichts, womit wir sie bloßstellen könnten? Nein, etwas über Tests, die bestätigen, dass Nuform in Kombination mit Strom explosiv ist. Wie man Venom? Ein kleiner Funke reicht schon. Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Roxxon zugeben will. Boah, Hilfe! Das ist gerade echt heftig, was hier abgeht. Aber wir schaffen es. Getroffen! Weiter so! So, kurz tarnen. Jetzt einmal hier hinter und dich wegmachen. Gut. Wow! No! No, 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 no! Au! Das hat weh getan. Immerhin kann ich es jetzt nochmal mit der Tarnung neu probieren. Ich lese das Zeug nicht. Was willst du damit? Ich will Beweise, falls das nur vom. Du weißt schon, mich krank macht. Ich habe über Tschernobyl gelesen. Ohnmächtig sehen sie so friedlich aus. Na super, jetzt sind wir aufgeflogen. Ah, ich muss das, glaube ich, auffällig einfach machen hier. Ich muss ich bloß an manchen Stellen etwas besser anstellen. Dann kriege ich das auch besser hin hier. Es sind halt bloß einfach verdammt viele Feinde. Das ist halt ein Problem. Vor allem halt auch alle mit unterschiedlichen Waffen und so. So, bitteschön. Ja, ich hoffe, das tut euch allen gut. Oh. Ja, einer weg hier wieder. Der ist auch geschafft. Das Problem ist euer Nuform-Reaktor. Und die Lösung, dass ich ihn lahmlege. Ich kann schießen. Nein, du wirst aber nicht mehr schießen hier, Kollege. Das wirst du ja nicht mehr. Aber noch lesbare Akten. Nichts, womit wir sie bloßstellen könnten? Nein, etwas über Tests, die bestätigen, dass Nuform in Kombination mit Strom explosiv ist. Wie man Venom? Ein kleiner Funke reicht schon. Dagegen ist Benzin die reinste Limonade. Das klang in meinem Kopf noch besser. Hab's kapiert. Einmal mehr ist Nuform weit gefährlicher, als Roxxon zugeben will. Er könnte überall sein. Ja, ich könnte wirklich überall sein. Das bin ich nicht überall. Bitteschön. Hier, fangt das. Ja, wir sind gerade gut dabei. Ich glaube, diesmal schaffen wir es. Ich will dieses Zeug schon wieder hier am Boden ist. Nein. Ah, diese blöden Schild-Heinis. Die sind ein Problem hier. Die sind wirklich ein Problem. Wenn die nicht wären, wäre es so viel einfacher. So viel kann ich nur dazu sagen. Bitte schön. Jawohl. Jetzt habe ich hier noch einen Feuerlöscher für dich. Und die Attacke hier. Sehr schön. Finisher ist bereit. Jetzt einmal den hier finishen. Und der hier sollte einer der letzten sein. Gut. Ach du Schreck, wie viele sind denn hier oben? Wie viele seid ihr denn hier? Muss dringend aufgeräumt werden. Nein, nein! Spidey! Weg hier! Oh, Hilfe! Das war's fast gewesen für uns. Das war knapp. Das war extrem knapp hier gerade. So, einmal hier rüber.
und Attacke. Das war's für dich, mein Schildfreund. Nein, nicht wenn Raketenwerfer hier kommt. Ich muss schon wieder abhauen. Ihr blöden Schildmänner. Schildmänner sind schlimme Männer. Nein. Okay, jetzt weiß ich auch, was sie hier gerade so stark machen. Was das Starke ist, womit die uns so viel Schaden austeilen. Ja, und zwar wenn das Schild von uns diese Venom-Fähigkeiten abkriegt. Ja? Die Wachen sind erledigt. Und jetzt der Reaktor. Gut, jetzt ist der Reaktor dran. Komm hoch. Den jetzt nur noch hier zerstören. Komm. Geh kaputt. Nicht so schlimm. Das Rolltor ist jetzt offen. Du weißt, wie es läuft. Ja, ich weiß, wie es läuft. Einfach jetzt hier abhauen. Hier sollte ich mich mal umsehen. So. Liebe Roxxon-Mitarbeiter, als Dankeschön für eure harte Arbeit haben wir ein kleines Geschenkpaket für euch vorbereitet. Freut euch auf tolle Roxxon-Goodies. Warte. Hättest du dir vor einem Jahr träumen lassen, dass wir mal einen bösen Energiekonzern zu Fall bringen? Ganz ehrlich? Nein. Früher haben wir in Chemie Batterien hergestellt. Jetzt bist du selbst eine Batterie. Abgefahren, Mann. Kann kaum erwarten, wie es weitergeht. Wir sind draußen wieder. Geschafft. Das Beste an Quanza? Wir haben 4 von 6 Basen zerstört. Das ist gut. Wirklich sehr gut. Und ich würde deswegen auch sagen, wir machen jetzt hier Schluss mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.